ist das Festival für kreatives Computerspielen und es wird ganz dringend gebraucht, weil bei Play, bei dem Festival und in seinen Einzelveranstaltungen gezeigt wird, was digitale Spielkultur eigentlich ist und in welchen Bereichen der Gesellschaft es angekommen ist. Und so baut sich auch das Festival auf. Es gibt verschiedene Bereiche, in denen ich Dinge ausprobieren kann, mir angucken kann, begreifen kann, dass auch in Theater und Musik Computerspiele mittlerweile da sind. Dass es eine wahnsinnig große Szene an Game Designern, Indie-Gamern gibt, die ja mit ganz anderen Ideen und Konzepten an digitale Spiele herangehen und dort drin Geschichten erzählen, Bilder zeigen, die wir sonst vielleicht so gar nicht sehen würden. Und ohne das Festival würde es sie noch viel, viel weniger und viel weniger sichtbar vor allen Dingen geben. Play gliedert sich auf in die Bereiche Sehen, Machen, Reden und Feiern. Zusätzlich gibt es noch die Play Conference, die sich, nicht ganz wissenschaftlich, aber zumindest wissenschaftlicher als die anderen Veranstaltungsteile, den Themen um digitale Spielkultur widmen und den Creative Gaming Award, wo das kreativste Spiel Europas ausgezeichnet wird und das kreativste Newcomer-Spiel ausgezeichnet wird. Und Sehen, Reden, Machen, Feiern bedeutet, Sehen sind alle Elemente rund um die Ausstellung und Spiele, die ich ausprobieren kann, Indie-Games, die ich ausprobieren kann. Reden ist das Sprechen über Spiele in Kurzinputs und Talks. Machen sind Workshops für Schulklassen, für Studierende, für alle Hamburger, Hamburgerinnen oder die Leute, die zum Festival angereist sind. Und Feiern sind alle Abendprogramme, wo es um Musik, Theater, Performance, Tanz und so weiter geht. Das Festival wird veranstaltet von der Initiative Creative Gaming als Verein, aber es gibt noch eine ganze Reihe Mitveranstalter. Das ist der JAF, der Verein für Medienpädagogische Praxis hier in Hamburg, und das Jugendinformationszentrum, die als Mitveranstalter auftreten, als auch die Bundeszentrale für politische Bildung und deren Plattform für digitale Spiele, spielbar.de. Bei Play 15 gab es in diesem Jahr ganz viele Highlights. Also erstmal hatten wir ein sehr kompaktes, umfangreiches Programm. Meine persönlichen Highlights waren schon die Sachen, die wir neu ausprobiert haben. Dazu gehört der Award, dazu gehört auch die Konferenz, auch wenn sie das zweite Mal stattgefunden hat. Trotzdem stand sie unter einem schwierigeren Stern, weil beim ersten Mal hat man sozusagen noch das Glück des Anfängers sozusagen im Hintergrund. Dieses Mal mussten wir da schon mehr kämpfen, um auch entsprechend gute Referenten zu bekommen. Und dann fand ich die Aufführung sowohl im Unsorgtheater, die Verbindung zwischen Plattdeutsch und Computerspiel, als auch die Show mit Heinz Strunk, Poki und Heiko Gogolin hier im Übel und Gefährlich toll. Aber ich fand eigentlich alles, also es gehört ja zusammen. Die Einzelveranstaltung für sich genommen, die Konferenz für sich genommen, die Abendveranstaltung für sich genommen, wären nicht das, was sie waren, wenn es nicht alle anderen Veranstaltungen auch gäbe.